Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit, ich starte ein neues Projekt, ein neues Abnehmprojekt, ein neues Diätprogramm und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, dann erzähle ich euch jetzt, was genau ich jetzt mache, wie es weitergehen wird. Ja, und vorher sage ich aber noch ein paar Worte zu 10 Weeks Body Change. Und zwar habt ihr das Programm ja aufmerksam verfolgt, was mich sehr freut. Das war leider nicht so erfolgreich bei mir. Ja, kann man nichts dran ändern. Ich habe, das ist jetzt circa 7 Wochen her, seitdem ich das Programm gemacht habe. Danach habe ich erst normal gegessen, dann hatte ich wieder Fressanfälle. Auf jeden Fall habe ich 5 Kilo wieder zugenommen. Das sind 1 Kilo mehr, bevor ich mit 10 Weeks Body Change gestartet habe. Ja, ich merke das auch wieder, dass ich zugenommen habe. Ja, und jetzt starte ich ein neues Programm. Und es wird auch, wenn ihr Lust habt, wird es auch wieder so Weekly Vlogs geben. Also einmal in der Woche so ein detaillierter Vlog über die Woche, wie es mir gegangen ist und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß. Diese Food Diary Serie habe ich jetzt abgeschafft, falls ihr euch gewundert habt, warum nichts mehr kam. Also die mache ich nicht mehr. Dieses Update, mein Projekt 2016, Abnehmen, nie wieder dick. Genau, das habe ich jetzt auch erstmal abgeschafft. Ich mache jetzt dieses Infovideo. Genau, zum Projektstart. Dann kommt 2 Wochen später noch ein Update-Video. Und dann, wenn ich fertig bin mit dem Programm, kommt noch ein Video. Und das wird in 8 Wochen sein. Genau. So, wie bin ich zu diesem Programm gekommen? Also ich wollte dieses Video eigentlich nicht so lange gestalten, aber okay, wie bin ich zu diesem Programm gekommen? Und zwar nach 10 Weeks Body Change wollte ich eine Pause machen und dann habe ich euch ja gefragt, was kann ich machen? Ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Und zwar, sage ich euch vielleicht, was ich mache. Und zwar teste ich das Programm von Bionavigator. Und zwar hat mich diese Firma angeschrieben, ob ich das testen möchte. Also ich teste das kostenlos, nur damit ihr Bescheid wisst. Ob ich das testen möchte, dann habe ich mir das angeschaut und ja, meine Fragen wurden geklärt und jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich das für euch teste. Genau, also ich teste dieses Programm jetzt 8 Wochen für euch. Ab morgen geht's los. Ich habe auch schon eingekauft. Ich habe auch schon für den Vlog angefangen zu drehen. Jetzt erkläre ich euch kurz, was das ist. Und zwar ist das ein individuelles Ernährungskonzept. Das heißt, jeder kriegt ein anderes... also ich kriege vorgeschrieben, was ich esse. Was ich morgens essen soll, was ich mittags, was ich abends, wie viel... Und so weiter und so fort. Und das wird auf jede Person individuell abgestimmt. Das heißt, es gibt jetzt nicht so wie bei 10 Weeks Body Change, das war ja Slow Carb, da hat ja jeder dasselbe gegessen. Das ist jetzt was anderes. Also, es ist eine Ernährungsberatung. Jeder bekommt einen Ernährungsberater an seine Seite, also online. Und man kann, wenn man Fragen hat oder Motivation, dann wendet man sich an den und dann kriegt man immer die Antworten. Also man ist nicht alleine, man hat jemanden, der einen sozusagen an der Hand hält. Ja, also ich bin gespannt, ich weiß ja selber noch nicht, wie es sein wird, weil ich habe ja noch nicht angefangen. Ich drehe jetzt das Infovideo und dann fange ich an, ja. Also, auf jeden Fall, wir machen es anders, Ich blende euch jetzt ein Video ein von Bionavigator und da wird nochmal kurz und knapp erklärt, was das genau ist. Du möchtest gesünder leben und deine überflüssigen Pfunde verlieren, brauchst dabei aber Unterstützung? Dann bist du hier genau richtig. Bionavigator ist die erste Wahl, wenn es um das Reduzieren von Körpergewicht, die Steigerung des Wohlbefindens und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit geht. Warum du dein Vertrauen in unsere Hände legen solltest, verraten wir mit 3 guten Gründen. Erstens, die individuelle Betreuung. Unsere Trainer haben das Bionavigator-Programm selber durchlaufen. Sie beraten dich daher aus Erfahrung und nicht aus dem Lehrbuch. Außerdem richtet sich die Betreuung stets nach deinen individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten. Zweitens, ein Lebenskonzept.
Bio-Navigator liefert dir keinen stupiden Trainingsplan, sondern ein echtes Lebenskonzept. Wir zeigen dir, wie dein Körper funktioniert, eine gesunde Ernährung aussieht und welche Form von Bewegung deinen Körper gesund hält, dein Leben lang. Drittens, du brauchst uns. TV-Gurus, Magazindiäten und Haushaltstipps haben dir mit ihren Pauschalanleitungen keinen Erfolg gebracht. Darum brauchst du uns. Klare, angepasste Anweisungen mit klaren Alternativen. Das heißt, nie wieder Ratlosigkeit. Wie du dich bei uns bewirbst? Ganz einfach. Du legst ein kostenloses Profil an und bestätigst deine E-Mail-Adresse. Nach dem Login findest du den Bereich Meine Bewerbung. Diese füllst du aus und sendest sie ab. Im Anschluss wird deine Bewerbung von unseren Beratern innerhalb von 5 Werktagen bearbeitet. Treten bei deinem individuellen Fall Fragen oder Unklarheiten für uns auf, hinterlassen wir entsprechende Kommentare unterhalb deiner Bewerbung. Nach einer ausführlichen Analyse deiner Daten entscheiden wir dann, ob du für das Bio-Navigator-Programm geeignet bist. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit deinem Haus oder einem Facharzt zusammen. In seltenen Fällen müssen wir eine Bewerbung sogar ablehnen. Erhältst du eine Teilnahmebestätigung von uns, so hast du die Möglichkeit, eines von verschiedenen Leistungsangeboten auszuwählen. Hast du eine Wahl getroffen, beginnt in enger Absprache mit deinem Berater dein persönliches Bio-Navigator-Programm. Du willst jetzt durchstarten und dein Leben positiv verändern? Dann bewirb dich jetzt gleich bei bio-navigator.com. Bio-Navigator. Mit uns garantiert ans Ziel. So, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn ihr das Programm machen möchtet, müsst ihr euch auf der Seite anmelden, dann müsst ihr ein Formular ausfüllen, abschicken und dann wird anhand dieses Formulars festgestellt, ob ihr das Programm machen könnt oder nicht. Weil wenn ihr jetzt irgendwelche Krankheiten habt oder so, dann könnt ihr das halt nicht machen. Aber das ist halt in den seltensten Fällen. Ich bin körperlich fit, ich bin gesund, deswegen kann ich das Programm machen. Ich brauchte noch vom Arzt einen Attest, dann müsst ihr zum Fotografen gehen und für 40 Euro müsst ihr Fotos machen im Bikini und in eng anliegenden Klamotten. Genau, damit man sich der Berater halt eure Figur anschauen kann, euer Gewebe anschauen kann. Genau, und wenn die Bewerbung dann angenommen wurde, dann müsst ihr nochmal Fragen ausfüllen. Also da wird viel gefragt. Da müsst ihr euch komplett am Körper messen, die Straffheit der Haut oder des Gewebes angeben, was ihr esst und... Also ganz viele Fragen. Also schaut in meinen Weekly-Vlogs, dort erkläre ich das alles nochmal ausführlicher. Und dann müsst ihr jeden Tag noch tägliche Updates, also jeden Tag nochmal Updates, auch zu eurem Stuhlgang, zu eurem Wasserlassen, nenne ich das jetzt mal. Dann noch, was ihr gegessen habt, wenn ihr schlafen gegangen seid. Also so, also alles ist wichtig. Also ihr müsst enorm viel von euch erzählen, von eurem Körper, sportlichen Aktivitäten, damit der Berater gezielt ein Konzept für euch erstellen kann. Also wie so eine Ernährungsberatung, so eine Online-Ernährungsberatung ist das, genau. Und wie das Gesamte für mich sein wird, das werde ich euch dann in den Vlogs zeigen. Ja. Ah, genau, ganz wichtig. Ihr bekommt auch ein Starterpaket. Also wenn ihr das Programm startet, kriegt ihr ein Starterpaket mit 6 Produkten sind da drin, die ihr auch für die Ernährung braucht. Also es gibt da noch einen Shop. Davon könnt ihr die Sachen kaufen, die Lebensmittel, aber ihr kriegt so ein Starterpaket. Die Lebensmittel, die ihr auch in den ersten Tagen benötigt, sind dann darin enthalten. Genau, dann müsst ihr die nicht extra noch kaufen. Also ihr müsst trotzdem noch was kaufen, aber dann habt ihr schon dieses Fundament an Lebensmitteln. Genau. Dann vielleicht noch zum Schluss, also ich weiß nicht, falls ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich werde sie beantworten oder schaut in den Weekly Vlogs, vielleicht werden sie da noch beantwortet. Meine Ernährungsberaterin ist die Anna und sie hat das Programm auch gemacht. Und sie hat in 8 Wochen 20 Kilo abgenommen. Also wenn ich in 8 Wochen 20 Kilo abnehmen würde, das wäre mega. Das heißt, ich müsste pro Woche 2,5 Kilo schaffen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kann ich euch das Video von Anna nochmal jetzt auch einblenden. Dann erzählt sie euch, wie sie es geschafft hat, die 20 Kilo abzunehmen. Hallo, ich bin Anna, ich bin 24 und ich habe ein neues Lebensgefühl für mich entdeckt. Wie hast du dich denn früher in deinem Körper gefühlt, um mal anzufangen? Generell war immer so eine grundsätzliche Unzufriedenheit vorhanden, die ich jetzt vor allem halt durch die Umstellung des Programms Bio-Navigator fühlt man sich eigentlich jeden Tag gut.
In der Vergangenheit habe ich schon einige Diäten gemacht. Mit 14 habe ich ungefähr mit der ersten angefangen. Es war eine gewöhnliche Ernährungsumstellung, einfach im Fitnessstudio. Mit Obst- und Gemüsetagen, relativ einseitig dann halt auch. Oder halt man zählt Kalorien oder halt Stoffwechselkur habe ich auch schon gemacht. Und sobald man die Diäten irgendwie dann aufgehört hat oder die anderen Programme, hat man noch relativ kurzer Zeit wieder zugenommen. Generell ist BioNavigator ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, es ist darauf ausgelegt, dass der Körper optimal ernährt ist, von allem genug hat, Kohlenhydrate, Lipide und ist, der Körper rundum zufrieden ist. Und vor allem sich halt auch die Leber, dadurch, dass man versucht, sich gesund zu ernähren, Industriezucker, Schadstoffe nicht unbedingt zu sich nimmt und dadurch die Leber entlastet ist und so zum Beispiel den Fettabbau halt anregen kann. Man hat die Sachen schnell zu Hause zubereitet, man kann auch gut kalte Sachen mitnehmen für in der Schule zu essen oder abends. Man ist generell flexibel und kann in kürzester Zeit viele Sachen zubereiten. Ja gut, mein größter Erfolg, dass ich innerhalb von 12 Wochen ungefähr 20 Kilo abgenommen habe. Dass ich jetzt im Moment einfach total fit bin. Ich habe eine gesunde Ernährung, ich mache mittlerweile gerne Sport, ich stehe morgens auf und bin direkt bereit, halt den Tag zu starten. Heute fühle ich mich fit. Ja. Ich würde auf jeden Fall mit auf den Weg geben, einfach diesen Schritt zu wagen, mal was Neues auszuprobieren und dann selber festzustellen, dass es halt nicht wirklich eine Diät oder eine Ernährungsumstellung ist, sondern auch einfach ein Lebensstil, der sich auch einfach lohnt zu leben. Das Video. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei, ihr unterstützt mich und feuert mich an, sodass ich diesmal es schaffe, etwas mehr abzunehmen. Das wäre nämlich echt, echt mega cool. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!